im § 219a ausgesprochene Werbungsverbot für die Abtreibung folgt aus dem Umstand, dass Abtreibung in der Rechtsordnung nicht als etwas ganz Normales oder gar Wünschenswertes, als ein Freiheitsrecht der Frau angesehen wird, sondern es wird als rechtswidrig qualifiziert, eine Straftat gegen das Leben. Und nur weil die Frau häufig ja in tragischen Konfliktfällen handelt, wird es nicht bestraft, wird die Strafandrohung weggenommen. Stattdessen hat der Staat seine eigene Schutzpflicht für das ungeborene Leben daran geknüpft, dass er die Frau zu einer Pflichtberatung auffordert. Und das Ziel dieser Pflichtberatung ist, ihr eine Perspektive für das Leben zu eröffnen. Und diese Zielorientierung der Beratung macht ja auch deutlich, dass das Angebot des Schwangerschaftsabbruchs nicht einfach ein Normalangebot ist oder eine normale ärztliche Dienstleistung oder gar eine ärztliche Tätigkeit, eine Behandlung, für die man werben dürfte. Das ist im Arztrecht ohnehin so, dass Ärzte nur im begrenzten Umfang unmittelbar werbend tätig sein dürfen für ihre eigenen Tätigkeiten. Und das muss deshalb für diesen Sonderfall eines Schwangerschaftsabbruchs in besonderer Weise gelten. Und damals hat der Gesetzgeber nach einem langen Ringen einen Kompromiss gefunden, der diese beiden Aspekte eben deutlich macht. Einerseits eine rechtswidrige Handlung, andererseits bleibt sie, weil die Frau häufig unter Druck steht, in einer tragischen Konfliktsituation handelt, auch straffrei. Aber dieses Zueinander, dieses sorgfältig ausklarierte Gefüge würde eben auseinandergebrochen, wenn dieses Werbeverbot wegfallen würde und wenn in der Öffentlichkeit Ärzte auch aggressive Werbung machen dürften für ihre Bereitschaft, den Schwangerschaftsabbruch anzubieten.